So, dann hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Bildungswerk Live. Ich bin die Petra Schablikowski und begrüße heute den Nick bei uns in der Sendung. Und ja, ich will keine großen Worte machen. Es ist der halbe Vormittag vorbei und es ist Zeit für eine bewegte Pause. Passt dann vielleicht ganz gut. Einfach mitmachen, wer Lust hat. Oder Anregungen mitnehmen, um die dann in Zukunft in den Alltag einzubauen. Ich wünsche euch viel Spaß und Nick, jetzt bist du dran. Jawohl, vielen Dank, Petra. Guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, gute Uhrzeit, 10 Uhr. Ne? Die meisten fangen so ab 7, 7:30, 8 Uhr am Schreibtisch an. Also, und dann so 12 Uhr Mittagspause. Ich denke, wir haben da jetzt ein ganz gutes Timing. Tatsächlich auch heute mal mit gar nicht allzu vielen Worten. Wir machen eine bewegte Pause. Und das war wirklich auch als bewegte Pause, nicht jetzt als Mini-Workout oder so. Das heißt, wir bewegen vor allem die Gelenke alle einmal durch, so alle Bewegungsrichtungen. Am Ende ein, zwei kleine Koordinationsdinge, Koordinationssachen, die dann auch ein bisschen was mit Stabilität, Koordination selber natürlich und Konzentration zu tun haben. Und ja, wir starten im Stehen. Das heißt also für alle die, die ja, wenig Platz haben oder die vielleicht wirklich mit mehreren Leuten im Büro sind, die können gerne im Stehen soweit alles mitmachen. Am Ende geht es dann nochmal runter auf die Matte, auch nur drei, vier Kleinigkeiten. Also auch das wird dann keine Ewigkeit. Und dann, ja, würde ich sagen, legen wir einfach los. Natürlich starten wir im Stehen oder stellen uns generell erst einmal hin, dass wir entsprechend schauen, dass wir bewegt sind. So, also wir starten, wie gesagt, mit den Gelenken. Das heißt, wir schauen uns an, dass wir jetzt im Grunde anfangen mit Handgelenk, Ellbogen und Schulter. Das heißt, dazu relativ simpel. Wir starten mit den Handgelenken einfach mal, indem wir sie nach außen kreisen. So 10 Mal in jede Richtung, also nach außen jetzt erstmal 7, 9 und dann nach innen kreisen, ne, ganz locker, also entsprechend Handgelenke mal in alle Richtungen. Wie gesagt, wir starten nach außen und dann nach innen. Okay, so, wir bleiben bei den Handgelenken, wir nehmen die Ellbogen mit dazu. Im Grunde strecken wir und spreizen die Finger auseinander, strecken den Ellbogen und bilden dann eine Faust und beugen die Arme. Ja? Gerne in den Endpositionen wirklich mal so richtig anspannen, so eine halbe Sekunde, Sekunde. Ne? Das darf schon ein bisschen oder da soll schon ein bisschen Spannung drauf. Und dann auch hier 10 Stück. Ja? Eins, zwei, genau. Also beugen, strecken, ne? Finger auseinander spreizen und Ellbogen strecken und Faust bilden und Ellbogen beugen. Genau. Und der letzte. Okay, ganz locker. Dann zur Schulter. Wir brauchen jetzt ein bisschen Platz, rechts, links und nach oben, dass wir hier nichts umhauen, ja, dass wir uns nicht das Büro auseinandernehmen. Wir kreisen praktisch die Arme, die Schultern nach vorne. Ja, gerne im Wechsel, das heißt also einmal der rechte Arm vorne, dominant sozusagen, einmal der linke. Okay. Dann bleiben wir bei der Schulter. Wir kreisen diesmal nach hinten. Das heißt also Schulter tief und dann relativ große, runde Bewegungen. Ja, möglichst Full Range of Motion hier. Also schön kontrolliert. Schulter nach hinten kreisen. Genau. Auch hier so 10 Stück rund. Plus, minus 8. 9 und dann der letzte 10. Okay, also Handgelenk, Ellbogen, Schulter sind soweit durch. Ne? Das reicht als bewegte Pause schon. Wir gehen ein bisschen Richtung Hüfte. Das heißt, Schulter, Hüftbreite Stand, ganz leicht gebeugt, immer ein bisschen Haltung, ein bisschen Spannung. Und dann starten wir hier relativ simpel mit einer Rotation nach rechts und links. Auch hier wieder die Endposition, so eine halbe Sekunde halten. Ne, gerade den Kopf auch ruhig ein bisschen mitdrehen. Und dann wirklich ja, Wirbelsäule, Hüfte, Knie und Füße sollten möglichst stabil bleiben. Sich nicht zu viel mitdrehen, also nicht hier unten alles mitdrehen, sondern wirklich aus dem Oberkörper.
Und dann ruhig beim letzten Mal wirklich mal so 3-4 Sekunden halten pro Seite, gerade den hinteren Arm mit dem Schulterblatt noch so ein bisschen nachziehen und wechseln. Hier wieder, ne? Hinteren Arm nachziehen, Schulterblatt. Okay. Dann bleiben wir bei der Hüfte, Außenrotation, Innenrotation. Das heißt, ganz klassisch aus der Position raus, wir ziehen praktisch das Bein hoch und drehen es nach außen weg und wieder nach innen rein. Ne? Auch hier so 10 Stück pro Seite. Hüftbeweglichkeit, übrigens das, was mit zunehmendem Alter mit am schnellsten oder am schlimmsten verloren geht. Und ein letztes Mal. Und dann wechseln wir natürlich das Bein. Auch hier, wir drehen, wir rotieren nach außen und wieder zurück nach innen. Auch immer so 10 Stück pro Seite. Jetzt Nummer 8 hier bei uns. 9. Und der letzte nach außen und zurück nach innen und ein bisschen locker. So, wir arbeiten uns nach unten weiter. Wir bleiben erstmal, wie gesagt, stehen. Brauchen ein bisschen mehr Platz oder mehr Sicht unten. Okay, Knie im Grunde. Auch hier relativ simpel, wir ziehen das Knie so ein bisschen an und dann strecken, also auch hier einmal durchdrücken, alles anspannen, so eine halbe Sekunde wie eben auch und beugen. Okay. Wechseln natürlich auch hier das Bein. Ja? Also auch hier so ein bisschen anwinkeln und dann nach vorne strecken und anwinkeln. Also strecken, beugen. Wie gesagt, in den Endpositionen gerne richtig einmal anspannen, dass da auch ein bisschen ja, Spannung wirklich draufkommt. Und die Durchblutung ein bisschen erhöhen, ein bisschen Gelenkflüssigkeit bilden. Okay, so dann bleiben wir noch ein bisschen weiter unten bei den Beinen, bei den Füßen. Ich hebe das Bein jetzt mal an, damit man es ein bisschen besser sieht. Grundsätzlich geht das aber auch aus der Position raus hier. Ja? Aber wer das gerne mit ein bisschen Variation verfeinern will, der macht es wie ich. Der hebt das Bein an, 90 Grad ungefähr. Und dann geht es ums Sprunggelenk jetzt. Wir machen eine Dorsalextension, eine Plantarflexion, also hoch und runter, auf und ab. Und rotieren dann nach außen. Und nach innen. Und dann auch hier das Bein einmal wechseln. Also wie gesagt, in der leichteren Variante einfach hier unten stehen bleiben. Ne? Und in der bisschen schwierigeren und jetzt für euch zum Gucken, da sieht man es besser, mit angewinkeltem Bein und dann auch hier auf und ab, hoch und runter. Und nach außen kreisen. Und nach innen. Und dann, okay. So, wir bleiben einmal, ich hole mal meinen Kopf wieder rein. Wir bleiben einmal noch stehen. Also das war im Grunde alles, was wir gerade im Stehen schon sehr, sehr gut
wirklich an Primärgelenken durchbewegen können. Ne? Also das Allerwichtigste haben wir. Wir haben Handgelenke, Ellbogen, Schulter, Hüfte, ganz wichtig. Ja. Wir haben Knie, wir haben Sprunggelenk. Also das so als ja, wirklich bewegte Pause in ein paar Minuten. Ja, sowas kann man natürlich auch ein bisschen verlängern. Man kann sagen, ich mache das 30 Sekunden bis eine Minute pro Übung. Ja, man kann das Ganze auch ein bisschen verkürzen. Ne? Man sagt, und statt 10 Wiederholungen in beide Richtungen mache ich 6 in beide Richtungen. Ne? Also 6-mal nach außen, 6-mal nach innen. Also da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Das heißt, kann man auch so ein bisschen der Zeit, die man hat, anpassen. Okay, dann, wie gesagt, ein bisschen was für das Thema Gleichgewicht. Wir gehen mal in den sogenannten Linienschritt. Das heißt, wir stellen beide Füße ganz eng voreinander. Ich zeige das nochmal einmal ganz kurz. Relativ simpel eigentlich in der Theorie. Das heißt, den rechten Fuß ganz eng vor den linken, sondern möglichst gerade wirklich. Ja, also nicht hier so stehen, ne, und sich sehr viel einfacher machen, sondern möglichst gerade. Und dann die Arme zur Seite und dann dementsprechend mal versuchen, ganz locker stehen zu bleiben. Das ist ganz häufig schon deutlich schwieriger, als es aussieht im ersten Moment. Und wir gehen jetzt aber einen Schritt weiter. Also wir bleiben bitte stehen, wir gehen nicht wirklich. Aber die Augen einmal schließen. Ja, ein bisschen Koordination, ein bisschen Konzentration. Ich gucke dabei mal auf die Uhr, ich stoppe mal 20 Sekunden Zeit. Also stehen bleiben, Füße ganz gerade, Augen sind zu, Arme gerne ausgebreitet. Noch 10 Sekunden stehen bleiben. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und dann lösen und lockern. Also, was machen wir hier? Erstmal die Seite wechseln, danach erkläre ich ganz, ganz kurz. Einmal grob drüber. Beine, Füße wieder voreinander, Seitenwechsel. Arme diesmal rollt nach vorne, nicht zur Seite. Das gleiche Prinzip, erstmal sicher stehen. Und dann gerne einmal Augen zu. Zeit läuft, 20 Sekunden. Ah, über die Hälfte ist rum. Und 3, 2, 1 und okay, ganz locker. Also, was machen wir? Wie gesagt, das ist im Grunde eine Koordinationsübung. Wir verkleinern die Fläche, auf der wir stehen. Ja, und dadurch, dass wir dann die Augen zumachen, ne, Verlust der visuellen Kontrolle, also dann ist grundsätzlich alles schwieriger, gerade koordinativ. Man könnte jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, Fläche verkleinert, nächster Step wäre jetzt auf einem Bein, ja, beispielsweise. Ne? Und dann auch dann wieder Augen zu, könnte man so ein bisschen Koordination, Stabilität, Konzentration fördern. Wir machen jetzt noch eine letzte Übung, auch eine Koordinationsübung im Stehen. Auch das einmal nochmal vorgemacht. Wir gehen praktisch in einen Ausfallschritt. So, ich hoffe, man sieht das ganz gut, dürfte aber passen. Also Ausfallschritt. Ganz normal, ne, Fuß hier am Boden, das ist nur die Masse, die bin ich ganz so will wie ich. Und dann versuchen wir einen sogenannten Skater Squat. Das heißt, der Fuß hinten ist in der Luft und wir versuchen jetzt aufzustehen, ohne die Hände zu benutzen und ohne den Fuß abzusetzen. Ja, sondern der bleibt in der Luft und dann geht es nach oben. Ne? Ruhig mal so 2-3 Mal pro Seite versuchen gerne. Ja, andere Seite, gleiches Prinzip. Wir bleiben im Ausfallschritt aufrecht, Fuß in die Luft und versuchen dann ohne diesen Fuß auf den Boden zu setzen und ohne die Hände zu benutzen, aufzustehen. Den allermeisten Leuten gelingt das nicht auf Anhieb, weil das relativ schwierig ist. Limitierender Faktor ist hier, wie eben schon gesagt, was im Alter zunehmend schlechter wird, vor allem die Hüfte, ja. Gerade die Leute, die sehr viel im Büro sitzen, also die generell viel sitzen, ne, Hüftbeuger oft ein bisschen verkürzt, hintere Kette nicht so super stark. Gerade da kann man das so ein bisschen ja, testen, prüfen, ne, wie gut da die Beweglichkeit ist. Also ein sogenannter Skater Squat. Ich mache es jetzt noch mal einmal pro Seite zum Zeigen, falls es ein bisschen schnell ging. Und das ist auch schon die letzte Übung im Stehen. Danach gehen wir dann auch runter auf die Matte. Das heißt, wir sind im Ausfallschritt. Der Fuß hinten ist in der Luft. Die Hände benutzen wir nicht, den Fuß auch nicht und dann stehen wir auf. Ja, auch hier einmal noch Seitenwechsel, gleiches Prinzip und dann
ohne den Fuß abzusetzen, der ist in der Luft, ohne die Hände zu benutzen, stehen wir auf. Okay, so, ich hoffe, die Leute, die es gemacht haben, haben es halbwegs hinbekommen oder haben zumindest was, mit dem sie in Zukunft ein bisschen, oder woran sie in Zukunft ein bisschen arbeiten können. Wir gehen jetzt nochmal runter auf die Matte für die letzten 3, 4 kleinen Übungen. Ganz simpel, wir starten mit Cat-Cow, ja, also mit der entsprechenden Rumpf- oder Wirbelsäulenbeweglichkeit. Ich zeige es immer mal ganz gerne seitlich. Das heißt, Katzenbuckel, ja, und durchdrücken. Ne? Katzenbuckel und durchdrücken. Ganz klassische Übung für die Bandscheibe, für die Wirbelsäule. Wir wollen, dass wir auch hier immer mal endgradig belasten, aber eben nicht unter Last. Ja, also dass wir nicht mit dem Buckel, den wir jetzt machen, noch ein riesen Gewicht daran hängen haben, aber dass unser Körper diese Position schon kennt. Ja, also beugen, strecken. Ein letztes Mal. Beugen, strecken. Dann bleiben wir im Vierfüßlerstand. Und wir haben die Hüfte eben nach außen bewegt. Im Grunde versuchen wir jetzt das Ganze so, ja, nach hinten, also einen Kick sozusagen zu machen. Das heißt, wir bleiben im Vierfüßlerstand, wir heben das Bein an und wir versuchen dann relativ kontrolliert nur aus der Po-Muskulatur hier auf und ab. Also nicht so viel, dass hier die ganze Wirbelsäule mitgeht, ja, sondern eben nur aus der Muskulatur, Bewegungskontrolle kann man das auch nennen. Okay. Und nur mit dem Bein, mit der Po-Muskulatur, möglichst wenig bis gar nicht die Wirbelsäule bewegen. Seite natürlich auch nicht wechseln, ne, so 10 Stück, 6 Stück, 8 Stück, 5 Stück, so um die Kante, plus minus. Also hier geht es, wie gesagt, vor allem um Bewegungskontrolle. Jawohl. Und dann kommen wir schon zur letzten Übung. Einmal flach auf den Bauch legen, Arme praktisch seitlich ab und dann heben wir den Oberkörper an. Ich meine, im Yoga ist das die Cobra. Ich werde damit nichts Falsches sagen, ich bin kein Yogi, aber ich meine, das wäre die Cobra. Also wir setzen uns oder wir legen uns auf den Boden und dann aus der Position raus, ne, Beine flach hinten, Füße flach. Oberkörper anheben, durchdrücken, Blick nach oben, auch hier wieder kurz halten und dann wieder tief und nach oben. Auch hier wieder so 10 Stück. Ich zeige es nochmal von der Seite, dass man das auch ganz gut sieht, was da passiert mit dem Oberkörper. Und dann einmal durchbewegen und dann haben wir es auch schon geschafft. Also einmal alles durchbewegt, ne, mit erklären, Viertelstunde, wenn man das jetzt regelmäßig macht, öfter macht und man weiß, was jetzt als nächstes kommt, ist das in der Regel in 8, 10, vielleicht 12 Minuten gehalten, je nachdem, wie schnell oder wie oft man das jeweils macht. Gerade auf dem Boden die Übung, dann relativ viel Wirbelsäule nochmal, ne, also die Cobra ganz gut, um den Bandscheibenkern nochmal zu zentrieren. Also da wird nichts eingerenkt oder so, aber der Bandscheibenkern, ne, der rutscht halt in Beugung, in Flexion immer hoch oder runter und dann wird er wieder ein bisschen zentriert. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat geklappt, ohne groß ins Schwitzen zu kommen. Ich hoffe, die meisten haben die Skater-Squats halbwegs geschafft und sind nicht auf dem Hintern gelandet. Aber ansonsten haben Sie natürlich was, womit Sie ein bisschen arbeiten können. In diesem Sinne auch wieder mal vielen Dank fürs Mitmachen. Ne, das Ganze dann gerne so nachmachen, wann es passt. Nur so als bewegte Pause, gerade für die stehenden, für die sitzenden Leute, immer nicht verkehrt. Und ansonsten schon mal ein schönes Wochenende später. Ja, und bleibt gesund. Vielen Dank, Nick. Ja, die Skater Squats sind auf alle Fälle eine Herausforderung. Und wahrscheinlich nicht immer direkt umsetzbar, aber
Man will ja auch noch mal ein bisschen vorwärts kommen, dann kann man sich ja auch an solchen Sachen einfach wieder probieren und ausprobieren. Ja, das war's dann auch schon mit unserer Live-Sendung heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, dann wünsche auch ich später ein schönes Wochenende und nächste Woche Montag geht's dann wieder weiter. Bis dann. Tschüss.